Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Gold. Ich bin namens Tim Schimschek und es geht heute darum, dass der Thomas noch beim Tierarzt bleibt. Er ist ja jetzt seit ein paar Tagen beim Tierarzt wegen seinem Schnupfen, was er hatte. Und der ist auch beim Tierarzt geblieben, weil ich ihn ja nicht fangen kann. Er ist ja einer, der scheu ist. Der ist einer, der immer wieder faucht, wenn man in seine Nähe geht. Und da ich ihn halt nicht jeden Tag zur Behandlung fangen kann, weil wenn jetzt eine Katze Schnupfen hat, dann muss die ein paar Tage. Da musst du ein paar Tage zur Spritze und auch zur Behandlung zum Tierarzt. Aber das geht auch nur bei einer Katze, die zutraulich ist und sich auch fangen lässt, in den Korb kommen will oder sich einfach packen lässt und auch in den Korb kommt, damit man die halt auch jeden Tag zum Tierarzt fahren kann zur Behandlung. Aber bei Thomas ist es leider der Fall, dass der nicht besonders zahm ist, dass man schon ihn fangen kann. Aber wenn er beim Fressen ist oder so, aber wenn er dann einmal Angst hat, dann hat er Angst und wenn er dann wegläuft, dann wäre das Problem, dass man ihn fängt und daher hatte ich mich dafür entschieden gehabt, dass er beim Tierarzt zur Behandlung bleibt. Und das Schnupfen, was er hatte, hieß es zuerst, dass er so an die 3 Tage beim Tierarzt bleiben soll, aber es hat sich jetzt bei ihm so hinausgezögert, der wird einfach nicht gesund, sein Schnupfen lässt nicht nach, seine Nase ist immer wieder verstopft. Und der muss halt noch ein paar Tage Medizin bekommen und wir hoffen mal, dass er auch so schnell wie möglich gesund wird. Er hat jetzt nicht irgendwie was Lebensgefährliches, aber er kann halt nicht richtig atmen und wenn eine Katze nicht richtig atmen kann, dann kann sie nicht richtig fressen, weil eine Katze frisst halt das, was sie auch riechen kann. Und da ist es auch ganz wichtig, dass der Thomas da auch seine Nase wieder ganz normal bekommt, dass sie auch wieder normal atmen kann und dann kommt er halt wieder nach Hause. Und seine Schwester Jutta ist auch gerade hier neben mir. Die ist sehr anhänglich geworden. Sie ist genau das Gegenteil von ihm. Die hängt auch sehr an mir mittlerweile. Die lässt sich immer die ganze Zeit von mir streicheln. Ich habe hier auch gerade den Drachen, den Pepper, den Pirat auch bei mir. Also ich kraule gerade hier nebenbei auch Katzen, während ich hier rede. Wenn ich hier denen was erzähle. Denn die wollen auch immer wieder gestreichelt werden. Meine Katzen sind Katzen, die auch sehr zutraulich sind, hauptsächlich hier zu Hause sind. Also ich habe hier eigentlich Katzen, die ich aufgenommen habe, großgezogen habe. Keine von den Katzen ist scheu. Also nicht mehr scheu, aber wenn ich so zurückdenke, war ja der Pirat scheu, war der Drache scheu, war der Perle scheu. Die waren alle scheu. Und mit der Zeit habe ich die halt auch alle zahm bekommen und die hängen auch sehr an mir und wollen sich auch immer gerne von mir krauen und streicheln lassen. Und so ist es auch bei der Jutta mittlerweile, dass sie auch so anhänglich geworden ist, denn die war auch nicht die zahmste, wo sie hierher nach Hause kam. Aber mit der Zeit wird es halt immer alles besser, ne? Oder wenn ich auch zum Beispiel an Bella denke oder zum Beispiel an andere Katzen, die hier jetzt mittlerweile auch ganz zahm sind, ne? Und wo ich hier gerade Pepper und den Drache streichel, da schaut auch gerade die Jutta hier zu und die will auch gerne gekrault werden. Aber Jutta, ich kraul dich mal hier ein bisschen auf den Kopf, aber ich mag dich jetzt nicht kraulen, denn wir gehen auch gleich ins Zimmer rein, denn unsere kleine Babypamuk, die mag gerne ins Zimmer zu Elif und zu Baby Emmy, ne? Die wollte da unbedingt rein. Ich habe sie reingelassen. Die war schon mal in dem Zimmer drin und sie fühlt sich da so wohl drin. Die hat da auch gefressen drin und die ist da gerade auf dem Bett und fühlt sich da ganz wohl. Das schauen wir uns euch auch gleich nochmal an. Denn es ist schon, dass die Pamuk etwas will, ist auch schon. Eigentlich, sie will eigentlich gar nichts. Sie geht eigentlich ihren eigenen Weg und ist eigentlich auch eine Katze, die niemals irgendwie miaut oder etwas will oder irgendwie auch gestreichelt werden will. Sie ist halt eine, die da lebt und einfach eine hübsche Katze und eine süße Katze, die auch man gerne beobachtet, was die alles macht. Und die hat halt, die sagt, sie ist also nicht so anspruchsvoll, die kommt nicht auf einen zu, die will nicht gekaut werden, die macht nicht. Die will nicht hier ständig Feuchtfutter, die will keine Streicheleinheiten, die will kein Leckerli. Die ist halt mit dem zufrieden, was man ihr da gibt oder was man, wie man die gerade behandelt. Ne? Also die Pamuk ist halt sehr, wie sagt man das jetzt, also sehr, also die lässt alles auf sich zukommen, wie es halt ist. Ne? Sie ist also sehr pflegeleicht auch und das finde ich auch ganz gut, dass sie so ist. Und wie gesagt, die ist gerade im Zimmer. Vielleicht ist das Zimmer auch schön warm. Vielleicht mag sie die Wärme oder vielleicht ist das die gleiche Rasse. Deswegen will sie da gerne rein. Ich weiß da nicht genau, was da ist, aber sie kann hier frei im Haus rumlaufen. Aber sie wollte gerne in das Zimmer rein. Und sie ist auch jetzt in dem Zimmer drin, ne? Und das schauen wir uns gleich alles an.
Und die kleine Iris, die läuft völlig verzweifelt durch die Gegend rum. Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Babyfussel was zu tun hat, dass der leider nicht mehr da ist und dass sie ihn auch sehr vermisst. Und ich lasse ja die Ellie in der Früh und am Abend immer, wenn ich nach Hause komme oder bevor ich zur Arbeit fahre und die Katzen alle hier versorge, lasse ich die ja immer in der Wohnung raus, dass sie sich auch an die Wohnung gewöhnt, denn sie wird ja nicht das ganze Leben lang in dem einen kleinen Zimmer da bleiben. Und die Iris war vorhin mit ihr auf der Treppe und die Elif hat die Iris leider sehr, sehr doll verprügelt. Ich weiß jetzt nicht, was damit, wie das entstanden war. Ich war im Bad und auf einmal höre ich dort eine Katze, die dort verprügelt wird und da die ganze Zeit rumschreit und macht. Und ich bin dann schnell rausgelaufen und habe dann gesehen, dass dort die Elif einen ganz, ganz dicken Schwanz hat und die Iris auch richtig verprügelt hat. Da war ich natürlich auch sauer auf Elif, habe sie sofort gepackt und wieder in ihr Zimmer reingetan. Das war die Strafe für sie. Das ist auch etwas, was mir da sehr leid hat mit der Iris. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die kleinen Kitten halt immer mit in den Laden nehme, dass sie dort unter meiner Aufsicht sind. Denn hier zu Hause passiert leider sowas, dass sie dann von den Größeren verprügelt werden oder wenn sie noch kleiner wäre, zum Beispiel in der Größe von der Baby-Emine, kann es auch sein, dass sie dann erwürgt wird oder umgebracht wird von den ganzen fremden Katern, die hier zum Beispiel in der Wohnung drumherum halt hier immer sich aufhalten oder hier auch leben mittlerweile. Aber die Katzen, die auch hier um die Wohnung gerade sind, so wie zum Beispiel der Shishko, der ist ja auch hier bei mir zu Hause aufgewachsen. Seine Mama hat ihn damals hierher gebracht. Seine Mama, der Paul, hat sie hergebracht gehabt. Und ich habe heute auch ein Kurzvideo von 2021 geteilt gehabt, wo der Shishko hier auf dem Sofa saß und wurde dann halt auch sehr mich angefaucht hat und auch damals scheu war. Aber der hat halt hier zu Hause gelebt und ist hier aufgewachsen und der war sehr krank, er und seine Schwester damals. Und ich habe sie behandeln lassen beim Tierarzt. Sie waren eine längere Zeit beim Tierarzt, damit sie gesund werden, Schischko und seine Schwester damals. Und der ist jetzt nach 2 Jahren wieder hier aufgetaucht. Der war im Frühjahr schon hier, jetzt ist er auch wieder hier. Und der fühlt sich hier auch wohl. Man merkt auch, dass die Katzen ihn kennen, wenn er hierher kommt und dass er nicht gleich von den anderen Katzen gemobbt wird. Ne? Und das ist halt auch einer der Gründe, wenn solche Katzen da ums Haus herum sind und die auch scheu sind, die ich nicht fangen kann zum Kastrieren, dann ist es halt immer gefährlich, wenn so kleinere Kittenkatzen hier dann im Haus sind, weil, wie gesagt, die Gefahr besteht, dass sie dann umgebracht werden von den anderen Katzen, von den älteren Katzen und daher ist es halt besser, wenn sie halt bei mir dann im Laden sind, bis sie ein bisschen größer sind. Und dann, wenn sie dann soweit sind, können sie dann natürlich auch hier dann zu Hause weiterleben. Aber ich glaube, die Elif hat was gegen die Kitten, denn Elif hat auch die Jutta vorhin gehabt, wollte die Jutta hauen. Die Jutta hat aber so zurückgeknurrt gehabt. Also die Elif scheint irgendwas gegen die Kitten zu haben. Und deswegen muss ich halt schauen mit Elif, die wird zwar ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, ich werde mal den Tierarzt gleich in der Frühmorgen kontaktieren. Wenn die Zeit haben zum Kastrieren, dann werde ich auch gleich die Elif hinbringen und auch andere Katzen hinbringen. Denn ich mag es nicht, wenn ich sie zum Tierarzt fahre und sie dann bis um 17, 18 Uhr in der Box sind dort, bis sie dann kastriert werden und bis das dann bis zum Abend verschoben wird. Ich werde mit dem Tierarzt kontaktieren. Also ich werde in der Früh mit ihm kontaktieren. Wann die Zeit dazu haben, dann werde ich sie dementsprechend auch vorbeibringen, dass sie dann auch kastriert werden. Ne? Denn ich will halt auch nicht, dass sie sich hier wieder vermehren oder nicht rollig werden, denn wir haben sehr viele Katzen und wir werden auch immer mehr Katzen aufnehmen, so viel es geht. Denn ich kann halt nicht weggucken, wenn hier halt kranke Katzen sind oder wenn es hier einer Katze nicht gut geht, kann ich halt nicht weggucken. Und daher solche Katzen, die in Not sind, die werden auch halt immer von mir dann behandelt und dann werden sie auch natürlich hier nach Hause gebracht und man kann halt solche Katzen nicht wieder da aussetzen, wo sie gefunden wurden. Ne? Und ich habe hier auch drei Katzen hier neben mir. Der Pepper, der Drache und den Pirat. Also neben mir, oh, jetzt das falsche Wort, hier vor mir. Direkt. Ich meine, sie sind hier direkt vor mir. Und ich rede hier gerade, ich erzähle euch hier gerade was und ich streichle dabei nebenan die Katzen. Ich kau sie da nebenbei und rede dabei auch mit euch. Die sitzen hier in der Reihe und lassen sich von mir kraulen. Das ist hier der
Pirat, das ist der Drache und das ist der Pepper. Ganz recht. Ganz rechts, ne? Also, und die Jutta ist auch hier nebenan. Die Jutta schaut auch. Wann sie gekraut wird. Und so sitze ich halt hier und mache auch hier das Einleitungsgespräch mit euch, mit Katzen nebenbei hier am Kraulen, denn die geben keine Ruhe und wollen unbedingt gekraut werden, ne? Ja, und das mögen die halt auch sehr, dass sie gekraut werden, die Katzen. So, und wie gesagt, der Thomas, ich weiß nicht, wie lange der noch beim Tierarzt bleibt, aber sobald der gesund wird, kommt der Thomas natürlich nach Hause. Und ich hoffe, das ist auch bald soweit, dass du dann auch nach Hause kannst. Ne? Ich halte euch halt hier immer auf den Laufenden, was immer mit den Katzen passiert und wie es auch mit denen weitergeht. Der Poldi ist ja auch immer noch in Behandlung. Der Poldi ist noch eine Zeit beim Tierarzt, denn der bekommt ja sein Fit-Medizin in der Früh und am Abend. Und das dauert halt noch ein paar Tage, bis der nach Hause darf. Aber bei den ganzen Katzen geht es auch gerade bergauf. Und das ist auch ganz schön. So, dann kann ich einmal die Kamera drehen. Wie gesagt, die Katzen geben hier keine Ruhe. Jetzt hatten wir diese drei, hatte ich hier gerade vor mir. Und jetzt sehen Sie, dass die Streichelstunde erstmal vorbei ist. Aber das passt dem Pirat nicht. Der kommt gleich zu mir. Und die Jutta saß daneben an. Und Jutta wollte auch gerne gekraut werden. Und der Pirat gibt keine Ruhe. Der kommt und greift mich an. Ist doch alles gut, Pirat. Ich kraul dich doch, du wunderschöner Kater. Ja, so. Und da sieht man jetzt die Jutta, dass die auch viel anhänglicher geworden ist. Ne? Sieht man jetzt auch die Heidi. Der Drache ist auch, wie gesagt, da. Und die Jutta ist auch ganz in der Nähe. Die hat aber auch immer noch ihr Schnupfen und die muss auch zum Tierarzt morgen wieder. Zur Spritze und zur Behandlung. Und hier drinnen sieht man den Pelle. Da sieht man die Bunte. Hier sieht man Lady Di, die kriegt ich gekuschelt im Korb. Da sieht man die Zarte. Also irgendwo ist immer eine Katze. Die Phyllis ist auch da. Die Nervensäge ist auch da unten. Die Nervensäge lässt sich auch gar nicht mehr von mir streicheln. Und die Elif ist im Zimmer. Die Felix ist da unten hingegangen, schaut mal. Ja, die kommt jetzt zu mir. Die Katzen haben alle schon Futter bekommen. Ja, Nervensäge. Dein Mund juckt wieder, ne? Schau mal, pass mal jetzt auf. Ich schau mal, ob sie mich zulässt, dass ich sie streiche. Komm mal her, Nervensäge. Keine Angst vor mir, komm. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst, mein Schatz. Ich wollte dir vor 2 Tagen nur zum Tierarzt und dir weiterhelfen. Ja, keine Angst. Zuck nicht deinen Kopf so weg. Also, ich hatte ein bisschen
Die hat nicht mehr so viel Vertrauen zu mir. Wie gesagt, ich hatte sie vor 2 Tagen gepackt, fast im Käfig, und dann ist sie mir entwischt. Und seitdem hat sie wenig Vertrauen zu mir. Sobald ich sie anfassen will, zuckt sie den Kopf gleich sofort weg. Keine Angst, Nervensäge, keine Angst vor mir. Zuck nicht deinen Kopf weg. Sei nicht so sauer. Du musst zu deiner Spritze, weil dein Mund juckt wieder. Das sieht man doch. Ja, siehst du? Ja, Heidi, nerven Sie, ich hole dir gleich Milch, okay? Ja, irgendwas, da juckt was im Mund, ne? Ja, die bekommt halt 1 bis 2 Monate ein Langzeitantibiotika und Langzeitschmerzmittel, und so lebt sie mittlerweile. Solange sie noch lebt, muss sie das halt immer bekommen, lebenslang. Anders willst du ja nicht mehr leben. Und Pepper, was ist mit dir? Und Jutta, Jutta ist auch bei mir in der Nähe. Und der Drache kuschelt sich immer zu dem Männchen. Heute kuschelt er mit dem Pelle. Der Pirat ist da. Der wurde von der Bunten verscheucht gerade. Der Pirat will auch gerne mit dem Drachen schmusen. Aber der wurde von der Bunten verscheucht. Jutta, du folgst mir auch auf Schritt und Tritt. Genau wie die Zicke. Du läufst mir auf, du folgst mir auf Schritt und Tritt hier. Komm mal her, du kleine süße Katze. Die ist aber so süß, die kleine Jutta. Na, wenn man vom Teufel spricht, schau mal, da kommt die Zicke. Die hat aber auch Ähnlichkeiten mit Jutta. Ja, Jutta, alles gut. Bald kommt dein Bruder nach Hause, okay? Bald kommt dein Bruder. Bald kommt dein Bruder nach Hause. Der ist gerade nur zur Behandlung, dass es ihm besser geht. Okay? Dass er wieder gesund wird. Er kommt schon wieder nach Hause. Mach dir da keine Sorgen, okay? Die Jutta ist anhänglich geworden. Komm mal her, mein Schatz, ich trau dich schon. Komm. Komm mal her, ja. Also Jutta, schätze ich mal, auf gute 12 bis 13 Wochen. So alt ist sie noch nicht. Das ist eine ganz kleine, süße Maus. Zwölf, 13, maximal 14 Wochen wird sie sein. Aber es ist doch sehr anhänglich und sie hat auch gerade Schnupfen. Sie hat schon eine Impfung. Und die Katzen haben alle Futter bekommen. Iris, mit wem streitest du dich schon wieder? Iris. Die Iris hat gerade Haue bekommen schon wieder, oder bin ich mit jemandem gestritten? Iris, das war 100% deine Stimme. Von wem denn sonst? Versteckst du dich wieder da oder was? Dreht euch mal einer die Iris an.
sucht einfach den Fussel. Sie hat sich nur mit dem Fussel verstanden. Das ist schon eine richtige Zicke. Das ist eine richtige Zicke. Die mag sonst nur mich hier. Ach, Stiefkind, hau doch mal ab hier. Stiefkind, immer wenn ich jemanden zeige, musst du dich einmischen. Na, Silvia? Wo warst du denn, hä? Und hier sieht man die Abby. Die liegt schön auf der Wäsche. Und mal sehen, ob Katja da drin ist. Die Katja hat sich da richtig eingelebt in dieses Häuschen hier. Die ist immer da drin. Schau mal, die Katja. In dem Häuschen, wo der Fussel war früher. Und Corinna scheint rausgegangen zu sein. Die war vorhin hier. Was ist, Silvia? Was? Was meckerst du? Was meckerst du, mein Schatz? Dafür auch nicht vergessen, dass Iris von 6 Katzen angefallen wurde, wo sie gefunden wurde. Die wurde richtig verprügelt. Und wenn damals Iris sie nicht gefunden hätte, das nicht gesehen hätte, die hatte sogar eine große Bisswunde am Bein, dass dort, dass auch ein Apse sich auch immer wieder kam. Also der Tierarzt meinte, dass sie gebissen wurde, wahrscheinlich. Jetzt ist die Petra auch hier. Und Iris hat halt so ein bisschen Phobie, wenn da ältere Katzen sind. Sie will mit denen nichts zu tun haben. Das merkt ihr richtig an. Wo dann der jüngere Fussel da war, das hat ihr dann gepasst. Der war ja kleiner als sie. Und Petra, wo kommst du denn her? Petra ist aber so lieb. Petra freundet sich mit jedem an. Petra ist eine richtig liebe Katze, die sich mit zu allen hier auch anpasst. Was ist, Silvia? Na, Iris, kommst du jetzt raus? Ja, jetzt ist das böse Pünktchen und die böse Elif sind weg, ne? Jetzt zick doch nicht gleich. Schau mal, Sylvie hat dir nichts gemacht, Iris. Du hast sie angezickt. Du zickst die älteren Katzen an und sie hauen dich dann. Die Sylvie hat dir nichts getan. Das haben ja alle jetzt gesehen. Du hast sie angezickt. Also Iris ist schon eine richtige Zicke. Das muss man ihr lassen. Nicht wahr, Iris? Du zickst auch immer rum, ne? Du willst selber alleine gekraut werden. Und bist sauer, wenn jemand anders dabei ist, ne, Iris? Ja, keine Angst vor Sylvia, sie tut dir nichts. Kannst du ruhig spielen, entspann dich doch ein bisschen. Entspann dich doch, sie tut dir nichts. Ich stehe doch neben dir. Ich stehe doch neben mir, ich habe dich doch vorhin vor Elif gerettet. Okay, ist alles gut. Schau, ich kraule dich ein bisschen, okay? So, schau mal. Ja, jetzt bist du entspannt.
Das gefällt dir, ne? Gekraut zu werden. Ja, jetzt genießt sie. Jetzt kommt Petra. Schau mal, gegen Petra hat sie aber nichts. Habt ihr das gesehen? Wenn Petra kommt, da hat sie kein Problem mit. Die Petra ist richtig beliebt. Petra, alles gut, Iris. Hier, ich kraul ein bisschen die Silvia, dann geht sie hier wieder raus, okay? Sie bleibt nicht die ganze Nacht hier, keine Sorge. Da muss auch mal hier was geschnitten werden. Hier ist so das Fell so verklebt am Hals. Na, was ist? Na, was ist? Nicht streiten, Iris. Und die Katja hält sich aus allem heraus. Die Katja ist eine Katze, die einfach nur ihre Ruhe will. Die Katja, die will nur mit der Petra was zu tun haben. Und bei dir, Abby, du scheinst dich ja da ganz wohl zu fühlen, ne? Iris, hör auf zu zicken. Sie tut dir doch nichts. Ja, und da war jetzt Katja neugierig und stand wie so ein Erdmännchen da. Schau mal, die Petra spielt gerade auch mit der Katja. Bei der Petra wissen alle, dass sie ganz lieb ist. Also mit der Petra freuen sie sich jeder an. Und da sieht man jetzt, wie süß sie da sind. Ja, Iris, alles gut, mein Schatz, alles gut. Alles gut. Hier, schau. Ich kraul dich schon hier. Sie ist aber so ein hübsches Tier, die Iris. Aber wie gesagt, eine große Zicke. Und die Abby ist ja schon seitdem wir sie haben hier im Zimmer und geht hier kaum raus. Und Stiefkitten auch so. Stiefkitten ist ja hier seiner Stiefmama Pepe damals übergeben worden. Und im Keller schläft auch, wir haben mehrere Kellerkatzen jetzt. Schon mal, Erstgeborener schläft da. Seht ihr das? Erstgeborener schläft da. Katja schläft da, Peanut schläft da. Ja, da sieht man schon, dass man mehrere Keller oder die Felis ist da. Ich muss jetzt ein bisschen zoomen. Dann
Sonst kann man da nicht runtergehen. Aber die Katzen im Keller haben zugenommen. Aber es hat auch sicherlich mit der Kälte zu tun. Es ist sehr kalt geworden. Und was macht hier die kleine süße Baby-Emine? Was macht das kleine süße Baby hier? Hast du heute deine Mama geputzt? Was war das für eine Szene von dir? Du hast ja deine Mama geputzt. Die hat heute ihre Mama geputzt, die kleine süße Emine. Die hat richtig ihre Mama geputzt. Nicht wahr, mein Schatz? Kleine süße Baby-Emine. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Die ist so sympathisch, die kleine Süße. Die ist so sympathisch. Du bist so eine richtig süße Maus, ne, Baby-Emine? Du bist richtig sympathisch, ne? Zack, zack, zack. Du willst immer spielen. Du willst immer in Bewegung sein, ne? Du musst immer was machen. Das war die Szene des Jahres, dass sie ihre Mama putzt. Und schaut mal, hier ist die Mama jetzt am Essen. Und hier ist Pamuk. Schau mal, wo Pamuk ist. Na, Pamuk, willst du hier drinnen bleiben im Zimmer? Hm? Willst du lieber hier bleiben? Die hat jetzt feuchte Augen, weil ich die Augen gereinigt habe und Augentropfen reingemacht habe und Augencreme. Deswegen sehen die Augen so ein bisschen feucht aus. Nicht wahr, mein Schatz? Nicht wahr, Pamuk? Du hast so ein außergewöhnliches Gesicht, Pamuk. Nicht wahr? Ja, alles gut, mein Schatz. Alles gut, Pamuk. Willst du hier bleiben die Nacht? Aber nicht, dass Elif dich haut. Das wollen wir auch nicht, Pamuk. Pamuk, was schaust du so böse? Die Leute sagen zu dir Hallo. Jetzt bist du beleidigt oder was? Du lässt dich aber auch gar nicht anfassen, Pamuk. Du lässt dich auch gar nicht anfassen, ne? Elif, hast du nichts dagegen, dass Pamuk hier bleibt? Ich mag hier nicht, dass du dann sauer bist. Aber die scheinen sich hier wohl zu fühlen. Das Zimmer ist schön warm. Emine hat dann Unterhaltung zusätzlich. Emine ist aber sehr, sehr aktiv. Ist das nicht süß, das anzuschauen?
Wenn Pamuk raus will, dann wird sie hier zur Tür kommen und wird sagen, lass mich hier raus. Aber sie geht hier, sie scheint sich hier wohl zu fühlen. Und schaut mal die kleine Baby-Emin an, wie aktiv sie ist, wie sie das spielt. Check. Schaut euch mal hier die süße, sympathische Katze an. Und Pamuk, Elif schaut hier die ganze Zeit an. Elif hat heute auch, wie gesagt, ein sehr süßes Verhalten gehabt, indem sie die Mama geputzt hatte. Und schaut mal, wie süß sie hier spielt. Hängst du schon wieder fest, Baby Emine? Hängst du schon wieder fest? Hängst du schon wieder fest, Und schaut mal. Ich hoffe, dass Elif nichts gegen Pamuk hat. Pamuk kann ja gerne hier schlafen. Was ist da mit deinem
Nagel, dass du ständig hängen bleibst. Na, und hier sieht man, dass Baby Emine mit dem Schwanz von der Mama spielt. Und jetzt wieder an das Spielzeug daran. Na, die Eminis hat ja richtig Feuer unterm Hintern. Kann man ja richtig lange zuschauen. Da bekommt man ja nicht genug von, wie die da spielen. Pamuk, willst du hier wieder raus? Willst du hier wieder raus, mein Schatz? Willst du hier wieder raus? Und komm du mal her, du kleines, süßes Ding hier. Komm du mal her. Komm du mal her, du willst also spielen hier, schau. Hier, jetzt kraule ich dich erstmal. Komm mal her, du kleine süße Maus. Du. Das gefällt dir, ne? Gekraut zu werden. Das gefällt dir, ne? So, jetzt kraule ich doch mal da. So. Hier ist so eine süße Maus. Zack. Und Pamuk, du siehst müde aus. Was ist mit dir? Du siehst müde aus. Und Elif putzt sich. Und Emin ist nicht artig. Schau mal, die will schon wieder was machen. Die will schon wieder. Die sieht, glaube ich, den Schwanz von der Mama, wie der darunter hängt. Und will sie bestimmt mitspielen.
Wir dann schauen dann später nochmal bei euch vorbei. Wir schauen mal, was hier draußen los ist. Also die drei Scottish Fold Katzen sind jetzt hier drin. Pamuk ist, glaube ich, von Elif akzeptiert. Wir schauen mal später noch mal rein. Pamuk ist ein bisschen lustlos heute. Jetzt ist die Phyllis. Prinzessin, da bist du ja nicht. Wo warst du denn überhaupt? Wo hast du dich versteckt? Das ist so ein. Schau mal, die kann nichts sehen, aber die geht wirklich viel durch die Gegend, die Prinzessin. Die geht bis oben hin zum Pool und kommt wieder. Und sie kommt wieder hier ins Zimmer, geht hier aufs Bett und legt sich hier wieder schlafen. Oder nicht, Iris? Die Prinzessin ist wirklich, was sowas angeht. Ich finde es ganz interessant, obwohl die das Auge blind hat, kommt sie hier wirklich sehr gut klar. Ich komm mal her. Du bekommst deine Augentropfen, mein Schatz. So. Ja, so. Du bist aber schon ein bisschen nass geworden, Prinzessin. Du bist ja nass geworden. Es hat ja vorhin geregnet gehabt. Mein Auge bekommt halt von mir noch Augentropfen, weil ich weiß nicht, wie lange du noch diese Augentropfen bekommen musst. Und ihr seht, dass sie ein Halsband hat. Also für den Fall der Falle. Für den Fall der Fälle, falls sie verloren gehen sollte. Sie hat ein Halsband mit meinem Namen und meiner Telefonnummer drauf. Und man könnte wissen, wo sie dann hingehört. Na, Peanut, du hast dich ja da versteckt. Du warst vorher noch im Keller. Peanut. Das ist ja nicht interessant. Ich dachte eben, du wärst vielleicht Corinna. Aber nee. Iris, fall mich doch bitte nicht an. Schaut mal, Corinna und Petra spielen da auch weiter in dem einen kleinen Häuschen. Iris, was ist? Was ist, meine Liebe? Was ist? Was ist? Komm hier hoch, ich kraul dich hier oben ein bisschen. Komm mal her, mein Schatz. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut, Iris. Bist du froh, dass Silvia hier raus ist, ne? Nicht wie vorhin. Und was streitet ihr euch da? Ja, alles gut, alles gut, alles gut, Iris. Alles gut, fall mich doch nicht an. Alles gut. Alles gut. Was? Was bin ich aus hier herum? Was ist Iris? Alles gut.
Hast du keinen Freund mehr gefunden nach Fussel hier, Ja, okay. Okay, komm her, komm. Warum bist du runtergesprungen? Ich habe nur das Licht in die Tasche getan. Komm hier wieder hoch, komm her. Komm her, Iris, komm. Komm. Komm her, komm. Ja, super, komm. Komm her. Na, das gefällt dir, ne? Und deiner Pfote geht es auch wieder 100% gut. Jetzt ist der Peanut raus und das passt dir nicht. Und was macht ihr zwei hier eigentlich? Petra und so. Ja, Iris läuft mir die ganze Zeit hinterher. Die ist immer bei mir in der Nähe. Na, und du hast noch gefehlt, Zicke. Was ist Iris? Was? Was willst du mir sagen? Was hast du mir zu erzählen? Was willst du mir erzählen, Iris? Und Peanut, dass du hier bist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und die Zicke ist jetzt da reingegangen. Iris, der Peanut hat dir nichts getan. Siehst du, du zickst die Großen an und dann hauen sie dich. Der hat dir nichts getan. Der Peanut ist ein ganz, ganz lieber Kater hier zu Hause. Ja, Iris, ich schau mich nicht so an. Schau, der geht jetzt wieder raus. Das ist hier für ihn ein Kindergarten. Und er geht wieder raus. Du brauchst ihn nicht so anzustänkern. Und dann hauen dich die Großen. Ja. Ist so. Ja, schau mich nicht so an. Das ist aber so. Ja. Da geht es auch noch ums Krauen, ne? Du denkst, wenn jemand hier ist, ist es vielleicht ein Konkurrent wegen dem Krauen. Hier, du kannst da gerne mitspielen. Ich bin sicher, dass die nichts dagegen haben bei Petra. Du kannst bei Petra bestimmt mitspielen. Die hat nichts dagegen. Prinzessin hat sich jetzt auch ein bisschen gestärkt. Der hat ein bisschen gegessen und geht schon wieder zum Futternapf. Und schaut mal, da sieht man hier jetzt alle, einige der Katzen, die alle heute nicht mehr gelebt hätten. Wenn man allein denkt, was Katja für einen Wunder am Bauch hatte, wie klein Petra war. Wo sie zu mir kam, oder Stiefkitten. Und schön, dass die alle so herangewachsen sind. Und leg dich mal schlafen, okay? Leg du dich mal schlafen. Ja, Iris.
Das Auge der Prinzessin tut mir schon wieder so leid. Tut mir wirklich so leid mit ihr. Ich weiß nicht, ob ich Pamuk da jetzt mit da drin lassen soll. Wir schauen später nochmal. Na. Und weil die Katzen immer aufs Klo gehen und wollen da das Wasser trinken, habe ich hier einen Eimer Wasser hingestellt. Und sie trinken da mehr raus als aus den Wassernäpfen. Eben war Felix da, jetzt kommt die Heidi her. Damit die nicht aufs Klo gehen. Was ist, Silvia? Was ist? Was ist? Hm? So ein hübsches Tier und so lieb. Hängt etwas in deinem langen Fell. Du hast so ein langes Fell bekommen. Das passt hier nicht, dass sich jemand anderen krault, ne? Das passt hier nicht, ne? Das passt hier nicht. Da musst du gleich zicken. Und ganz, ganz herzlichen Dank an die gesendeten Sterne vom Publikum für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats and Gold. Zuletzt hier gesendet 500 Sterne von Monika Kirsten. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle Sternesender in diesem Video. Na, was hängt hier? Na, Corinna, da bist du endlich. Wo hast du rumgestromert? Wo kommst du denn her? Zack. Zack. Zack, ab ins Zimmer rein, ne? Was ist Nervensäge? Soll ich dir Milch holen? Ich hole gleich Milch hoch, ne? Und Jutta, mit wem spielst du da so süß? Mit wem hast du dich angefreundet? Ist das der Pirat? Schau mal hier. Jutta und Pirat, aber jetzt sieht sie mich, jetzt kommt sie sofort zu mir. Die lässt das Spiel mit dem Pirat und kommt lieber zu mir. Seht ihr das? Die kleine Jutta. Die kommt lieber zu mir. Die kommt lieber zu mir, die kleine süße Maus. Hast gleich das Spielen gelassen, ne? Mit dem Pirat. Und bist lieber zu mir gekommen. Kleine süße Jutta. Guck mal hier, die Jutta lässt sich auch gerne kraulen.
Und Pirat ist da geblieben. Und Pelle und Ra sind immer noch da. Die Bunte ist da. Und die Katzen haben ja alle Futter bekommen. Daher sind viele auch draußen Strohmann. Nicht wahr, Jutta? Und Starshine schläft heute auch hier. Schaut mal, wie sie da liegt. Die liegt ja besonders süß. Und du passt dort genau in dieses Bett rein. Lady Di. Jutta. Ihr wollt ja alle noch richtig durchgekaut werden. Du, Iris. Was ist Nervensäge? Was ist mein Schatz? Iris, wo willst du hin? Ich hol dir mal mich, mein Schatz, ne? Warte kurz. Ich habe jetzt keine hier oben. Nervenlänge, warte. Ich hol dir kurz mich. Ich bin sofort wieder da, okay? Warte da. Ich bin gleich da. Muss kurz in den Keller gehen. Ich habe keine Milch mehr da oben. Nervensäge mag halt ihre Milch. Ich weiß. Ja, Nervensäge ist schon gut. Hier, komm mal her. So. Nervensäge, keine Angst. Aber wenn da jemand dazukommt, dann geht sie mal weg. Sie geht aber hinterher wieder dahin. Was ist mit dir los, Drache? Drache. Was ist los mit dir, mein Schatz? Hä? Was ist los? Geht's wieder?
Ja, übergib dich mal. Jutta, ärgere ihn nicht. Ärgere ihn nicht. Nervensäge. Du musst morgen früh auf jeden Fall hier sein. Und ich werde dich auch packen. Und diesmal entwischst du mir nicht. Das sage ich dir. Das sage ich dir, Nervensäge. Ja, schau mich nicht so an. Ich sag's dir nur. Was? Was ist Nervensäge? Ja. Du weißt selber, dass du zur Spritze musst. Es kann nicht sein, dass du da von mir so wegläufst und sauer auf mich bist deswegen. Hier kommen ja noch Schleckerli. So, komm mal her. So. Dann warten wir hier die ganze Zeit. Die haben ja alle schon Futter gehabt. Ein bisschen Steckerli bekommen. Starschein liegt auch die Milch von der Nervensäge. Prinzessin ist jetzt auch hier oben. Und da sieht man, dass sie noch alle Schleckerli hatten. Und dann schauen wir noch mal, was hier im Zimmer los ist. Da sieht man eine hier. Mama, Tochter. Schau mal hier Elif und Emine an.
Und Pamuk schaut hier sehr grimmig. Ich denke mal, Pamuk werde ich später wieder in ihr Zimmer runterholen, in ihre Box reintun. Die soll da schlafen. Ich war Pamuk. Willst du hier wieder raus? Anscheinend schon, ne? Oder? Also Emine schaut dich auch die ganze Zeit an. Schaut sie auch an. Komm mal weg, Delf, komm mal weg. Pamuk, komm mal, ich hole dich hier raus, okay? Wir holen dich gleich wieder in dein Zimmer rein. Pamuk ist gerade sauer. Und Baby Emine beobachtet auch die ganze Zeit die Pamuk. Elif, ich nehme sie wieder mit raus, okay? Wir können sie irgendwie mal hier reinholen, dass sie sich hier an euch gewöhnt. Pamuk muss halt aufs Klo. Ja, Pamuk muss aufs Klo. Und Emine. Und Elif. Ja, Pamuk. Geht gerade auch aufs Klo, wie gesagt. Das immer noch die Elif. Der Pamuk, wie gesagt, wir nehmen dich heute dann wieder normal
mit ins Zimmer. Hadi Pamuk will hier gerne im Zimmer bleiben. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird es sicherlich mit denen. Und was ist mit dir? Du kleines Baby, komm du mal her. Sei da nicht so neugierig, wer da drin ist, wer da neu ist hier. Ja, lief. Ich nehme sie schon heute wieder hier raus, okay? Bleib mal ganz ruhig. Na, was machst du hier? Willst du mein Jacket zerkauen? Wer streitet sich da unten schon wieder? Was ist hier los für ein Gezicke? Wer ist das? Iris, bist du das schon wieder? Wer hat hier rumgezickt gerade? Oder kam das nicht von hier? Ja, Petra, du zwingst mich auch, dich zu kauen, ne? Du zwingst mich auch. Alles gut. Und somit haben wir heute auch wieder gesehen, hier zu Hause, dass es im Allgemeinen den Katzen ganz gut geht. Der Thomas bleibt noch eine Zeit beim Tierarzt, also bis sein Schnupfen wieder komplett weg ist, seine Nase wieder gesund ist. Pamuk kommt gleich auch wieder hier ins Zimmer rein. Und die Iris muss neue Freunde finden, denn versteht sich leider auch mit niemandem. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.